ist Sarah Schätzle und ich habe ein wundervolles Buch geschrieben. Es heißt Glamour Girl. Das sind 33 Geschichten um und über das Showgeschäft und meinen etwas unorthodoxen Weg durch genau dieses. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil sich in den letzten 8 Jahren einige wahnsinnig erzählenswerte Geschichten angesammelt haben, die ich gerne niederschreiben wollte und weil ich ein Buch schreiben wollte, das ich gerne gehabt hätte, als ich angefangen habe, meinen Weg durchs Showgeschäft zu bahnen. Ja, die typischen Fehler, die Anfänger in dieser Branche machen, die kenne ich gut, weil ich habe sie alle gemacht. Ich war bei allen dabei. Also stell dich darauf ein, dass du erstmal gar kein Geld haben wirst und keiner auf dich gewartet hat. Das ist das Allerwichtigste, keiner hat auf dich gewartet. Man wird dich immer wesentlich öfter schlecht behandeln als gut. Du wirst viel mehr Absagen als Zusagen bekommen. Und wenn du da nicht lernst, dich ein bisschen zu distanzieren und zu sehen, dass du immer noch ein wertvoller Mensch bist, auch wenn dich jetzt der Casting-Direktor oder der Typ von da und da nicht toll findet, dann wirst du ziemlich schnell unter die Räder kommen. Und das ist mir passiert. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, sich menschlich zu sehr vereinnahmen zu lassen von dieser Welt. Das, was man im Fernsehen sieht, ist genau dieser Teil, von dem die Leute wollen, dass man ihn sieht. Und alles andere findet halt hinter den Kameras statt und da guckt dann auch keiner mehr zu. Jemand mag dich nicht, er lehnt dich ab. Es geht halt sehr viel um Sympathie, um ganz viele andere Hintergrundmechanismen, die in dem Buch auch gut erklärt werden, die man eigentlich als Normalo so gar nicht verstehen kann. Das ungeschriebene Verschwiegenheitsgesetz sei der größten in dieser Branche. Sonst würde ja alles zusammenfallen. Die beste Lösung ist, glaube ich, einfach so zu sein, wie man ist, sich für nichts zu schämen, stolz auf sich selber zu sein und dann rauszugehen und Lärm zu machen und allen zu zeigen, hey, da bin ich.